prügelt gerade ein Geständnis aus Ethan Maas. Sie müssen etwas tun! Was ist wichtiger, Norman? Sean Maas zu finden oder dem Abschaum ein paar Kratzer zu ersparen? Wo gehobelt wird, da fallen nun auch mal Späne. Verdammt nochmal! Ethan Maas ist unschuldig! Wir müssen Sean weitersuchen, wenn wir noch eine Chance haben wollen, ihn lebend zu finden! Der Fall hat sie zu sehr mitgenommen, Norman. Ein bisschen Urlaub würde ihnen gut tun. Nicht über Dummheit schimpfen, nicht über Dummheit schimpfen, nicht über Dummheit schimpfen, nicht über Dummheit schimpfen. Das lief ja bisher sehr gut. Ihr Wodka, Sir. Danke. Sie wirken ein wenig besorgt, wenn ich das so sagen darf. Ach, was? Haben Sie Probleme mit dem Fall? Blake ist sicher, dass Maas der Killer ist. Sie nicht? Ich dachte, es gäbe dafür einiges an Beweisen. Das stimmt. Genau. Aber es macht keinen Sinn. Sein psychologisches Profil passt nicht. Genauso wenig wie sein Geoprofil. Dieser Mann ermordet nicht 8 Kinder und entführt dann seinen eigenen Sohn. Maas ist nicht der Origami-Killer. Da wette ich drauf. Und wer dann? Ich habe keinen blassen Schimmer. Sie könnten doch noch mal in aller Ruhe Ihre Hinweise durchgehen. Genau das hatte ich gerade vor. Oh, da wäre noch eine Sache. Sie sollten auf keinen Fall zu viel nehmen von, Sie wissen schon. Kann gefährlich sein. Äußerst gefährlich. Ich gebe mir Mühe, aber es ist schwer. Und es wird jeden Tag schwerer. Es bringt sie um, wenn sie nicht aufpassen. Das wäre höchst bedauerlich. Was, wenn er da um Origami Killers und Iduin täglich in einer Beweis erzählst? Da wären wir wieder. Ich fand den Hauptwald ganz gut. Passt irgendwie zu dem Herbst und zu dem, wo es eigentlich geht. Sieh an, es gibt etwas Neues. Die Videoaufzeichnung von Park am Tag, als Sean Maas verschwunden ist. Ich glaube nicht, dass da etwas drauf ist, aber wer weiß.
Ja. Ein Chevrolet mit übereinstimmenden Reifenspuren fuhr um 16.02 Uhr in Richtung Park und um 16.37 Uhr in die entgegengesetzte Richtung. Könnte mit der Entführung von Sean Mars übereinstimmen. Ist das der Wagen des Mörders? Ja. Interessant. Das hatten wir, glaube ich, schon, aber aha. Ziemlich präzise. Blümchen. Schade, das Gesicht des Fahrers ist nicht zu erkennen. Ein gestohlenes Fahrzeug. Moment. Jackson Neville wurde verdächtigt, aber die Anklage wurde fallen gelassen. Keine ausreichenden Beweise. So ein Führerschein. Jackson Neville, alias Mad Jack. Handelte mehrfach mit gestohlenen Fahrzeugen, gilt als außerordentlich gefährlich. Er könnte dem Mörder das Fahrzeug gestellt haben. Ziemlich vage Spur. Aber mehr habe ich im Moment nicht. Ah ja, das war's schon. Ich hätte jetzt noch die Akten untersucht. Vielleicht können wir jetzt als eher noch irgendwie den Fall aufklären. Und vorher im Gefängnis ist und die Zeit verwimmt. Die Polizei nichts tut. Hat Mars gestanden? Nein, noch nicht. Er ist bewusstlos. Wenn er wieder aufwacht, geht's weiter. Na toll, Folter. Heute war schon immer eine sehr gute Idee, um Geständnisse zu bekommen. Auf jeden Fall, mein Glückwunsch, Lieutenant. Das war sehr gut. Ihr Helden. Ihr Helden. Ich werde mit der Presse sprechen. So etwa in einer Ihr seid solche Helden. Verdächtige foltern. Das ist. Wollen Sie nicht lieber erstmal auf sein Geständnis warten? Das war gerade gruselig. Oh nein. Wir haben ihn überführt. Mehr interessiert die Presse sowieso nicht. Fahrt zur Hölle. Ethan Mars ist unschuldig. Er ist überzeugt, dass nur er Sean retten kann. Was, wenn es stimmt? Ich bin gespannt, was passiert, wenn wir den echten Täter finden. Den echten Täter und die Polizei dann. Was? Wir hatten die doch schon. Dann stehen sie dumm da. Dann helfen wir mal dem Unschuldigen beim Ausbruch. Interrogation Room. Ist er da drin oder? Und da steht ein Polizist, der irgendwas bewacht.
Aha, da ist er ja. Hat er gestanden? Hm. Noch nicht. Ich verstehe. Gehen Sie raus. Ich, Lieutenant Blake sagte... Bitte, gehen Sie raus. Okay, Sir. Ich warte dann vor der Tür. Das wird spannend. Verdammt. Sind Sie okay, Ethan? Das ist eine dumme Frage. Die Frage ist, wie schaffen wir das jetzt auszubrechen? Legen wir ihn wieder hin. Dieses Spiel. Ich hab den Event nicht geschafft, zurücklegen. Neu anfangen. Ich muss hier raus. Ich muss Sean retten. Ich werde Ihnen helfen. Gut. Wir müssen versuchen, sie herauszuholen, Ethan. Warten Sie. Ich komme zurück. Ich muss die Wache loswerden, wenn ich Mars befreien will. Irgendwie muss ich ihn heimlich aus dem Revier kriegen. Das wird schwierig. Sollte klappen, ihn unbemerkt herauszukriegen. Irgendwo hängen die Regenmäntel der Streife. Ich muss einen finden und Mars geben. Okay, Regenmäntel, Streife. Ich schau mal, ob ich die finde. Hier nicht. Da haben wir dieses schöne Parkhaus hier vor der Tür. Warum ist eigentlich die Ausgangstür zum Parkhaus? Das begreife ich nicht. Das ist keine Luft nach draußen. Okay, wo könnte die Garderobe sein? Das ist unser Büro. Das sind die Toiletten. Hier liegt eine Jacke. Können wir die mitnehmen? Eine einzelne Jacke liegt tot, aber wo finden wir weitere Jacken? Hier, maybe. Ja, irgendwie nicht. Ich weiß nicht, dass das daran scheitert, dass ich keine Jacken finde. Kann man nicht einfach mal rumfragen? Ich brauche eine Jacke, wo kriege ich die her? Na, so viel muss doch möglich sein hier. Ich müsste mal nach draußen, an meine eigene Regenjacke vergessen. Könnte mir mal sagen, wo ich meine ausleihen kann. Das dürfte doch als Polizist unter Polizisten hier machbar sein. Ja, lass dir Zeit.
die Presse anrückt und der öffentlich verurteilt wird, dann weiß der Origami, der richtige Origami-Killer auch, dass er in Gefangenschaft ist, dann und kann den Jungen töten. Wo sind denn hier? Ich meine, hier liegt eine auf dem Serviertablett, aber die können wir nicht nehmen. Hier liegt auch noch mal eine. Gary, machen Sie eine Pause. Ich mach das hier. Echt? Ich muss nämlich mal dringend pissen. Die Schlüssel für die Handschellen liegen auf meinem Schreibtisch. Na, sehr toll. Die Jacke konnten wir. Können wir die Jacke mitnehmen? Ja, sehr toll. Endlich. Okay, wo ist dein Schreibtisch? Gewiss Schreibtisch. Aha, die lagen da unsichtbar rum, Na, dann wollen wir mal. Ich hoffe, ja, das wird sehr wahrscheinlich wieder Quicktime Events enden und dann nichts wieder daran, ob ich schnell genug reagiere. Das war's. Sie sind frei. Okay, der Schlüssel macht kein Geräusch, wenn er auf den Tisch trifft. Hier, nehmen Sie das. Die machen Pause. Wenn Sie sich beeilen, kommen Sie unbemerkt raus. Das befürchte ich. Sofort raus hier. Kein Anhalten, kein Reden, kein Denken. Nur laufen. Was soll ich sagen? Ich... Bitte retten Sie einfach Sean. Ach, du lässt ihn alleine losziehen? Oh Gott. Ich hoffe, das war kein Fehler. Das war ein Fehler. Allein losziehen zu lassen, das ist schon reichlich blöd. Dann darf er sich jetzt weiter foltern. Und wer mitgekommen war. Schlaumeier. Ich weiß ja nicht. Vor rund einer Stunde erklärte die Polizei, dass der mutmaßliche Origami-Killer identifiziert wurde. Ethan Mars, Vater des entführten Sean Mars, ist flüchtig, vermutlich bewaffnet und gilt als gefährlich. Die Polizeifahndung läuft. Man hofft, bald die Festnahme dieses Psychopathen bekannt zu geben. Sorry, ich wollte nicht über Dummheit schimpfen. Hier ist was zu essen. Ich habe einfach mal ein bisschen was mitgebracht. Ich hoffe, das ist okay. Polizei? Nein, wir haben sie abgehängt. Der Kerl an der Rezeption ist komisch. Ich traue ihm nicht. Sie sind überall in den Nachrichten. Jeder Cop im Land sucht sie, Ethan. Sie nennen sie den Origami-Killer. Was Bullshit ist. Sind Sie der Killer, Ethan? Warum sollte er es sein? Sag's ihr es, dass du es nicht bist. Ich habe manchmal diese Blackouts. Dann weiß ich überhaupt nicht mehr, was ich tue. Als ob ich eine vollkommen andere Person bin. Ich erinnere mich hinterher nur an Leichen. Die Leichen im Wasser. Okay. Weshalb waren Sie in dem Apartment? Warum sind Sie verletzt? Also ist das vielleicht doch? Eine doch gespaltene Persönlichkeit. Ich teste mich, meine Liebe zu Sean.
Es will wissen, ob ich Sean genug liebe, um ihn zu retten. Im Ernst spielen? Das heißt, da ist ein Teil von mir, der also weiß, wo Sean ist. Der Origami? Aber ich kann ihn nur über diese Prüfungen finden. Also er ist der Origami-Killer? Warum gehen Sie damit nicht zur Polizei? Und sag Ihnen was. Ich bin ein Irrer, das ist dämlich. Menschen und hab meinen eigenen Sohn entführt. Die sperren mich ein, aber ich muss doch Sean retten. Ich habe keine Wahl. Er hat doch nur mich. Gespaltene Persönlichkeit. Wenn Sean in Sicherheit ist, stelle ich mich. Aber nicht früher. Sie halten das nicht durch. Sie machen sich kaputt, Ethan. Sean zu finden, ist das Einzige, was... Das glaube ich ja nicht. Das kaufe ich dir nicht abspielen. Es gibt sicher einen anderen Weg. Dem Lake Oats. Das Sie verstehen das einfach nicht. Die Zeit läuft. Sean stirbt das muss in ein paar Stunden. Grund ich haben. Habe keine Wahl. Mit dem nicht wäre das dann sich selbst dir aufgern zu stellen. Und bitte, Madison, gehen Sie. Vergessen Sie einfach alles, was Sie gesehen haben. Sie können mir nicht helfen. Wenn Sie mir helfen wollen, gehen Sie. Ich muss das alleine durchziehen. Das ist Bullshit. Niemals ist er der Täter. Naja, dann schauen wir mal, was ist die nächste blöde Aufgabe. Ich meine, das eine Ding hast du ja noch, hast du ja nicht. Und dann müssten ja, er kann nicht alle Aufgaben lösen, weil er hat ja noch nicht die, er hat ja nicht alle Dinge. Sind sie bereit zu töten, um ihren Sohn zu retten? Dann legen sie ihn, schicken sie, ach du Scheiße. Jetzt geht auch noch ein Mord. Ich meine, wenn er der Täter wäre, dann müsste er doch die Beweise im Besitz haben, dieser Kassetten, die er mal ins Handy packt und diese Module, die er dort, müssen die doch irgendwo bei ihm rumliegen. Das da muss doch irgendwie. Und so einen alten Mann umbringen. Ein Antikwarenhändler. Oh, großer Gott. Ah, nee, das ist er. Manfred! Manfred! Bist du da? Ist etwas. Hallo, Manfred. Wer ist da? Scott. Scott Shelby. Kennst du mich noch? Scott? Wenn das nicht... Scott! Ja, Scott! Hey, schön, dich zu sehen. Wie lange ist das her? Oh, bestimmt schon 10 Jahre. Oh, in meinem Alter bedeutet Zeit nichts mehr. Ich repariere Uhren, aber ich versuche, die Zeit zu vergessen. Was ist mit dir? Bist du noch immer Polizist? Nein, nicht mehr. Ich bin Privatdetektiv. Das ist Lauren. Sie ist eine Freundin. Hallo. Hallo, junge Frau. Tja, das muss gefeiert werden. Ich hab da was. Moment. Ich weiß, ich muss hier irgendwo noch eine Flasche Scotch haben. Ja. Telefon.
Würdest du für mich rangehen, Scott? Sag ihnen, sie sollen heute Nachmittag nochmal anrufen. Klar, mach. Wo denn? Ach, hier. Ja. Hallo? Ja, bei Manfred. Aber er ist beschäftigt. Können Sie vielleicht später nochmal anrufen? Danke. Okay, mich hätte jetzt interessiert, wer dran ist. Also, auf die Freundschaft. Ja, aber deswegen sind wir doch nicht hergekommen. Wirf mal einen Blick auf diesen Umschlag. Kennst du vielleicht das Modell der Maschine, auf der die Adresse geschrieben wurde? Lass mal sehen. Aha. Könntest du bitte so nett sein und mir das Vergrößerungsglas hinter der Theke Klar, herholen? Sicher. Meine Augen sind nicht mehr die besten. Theke? Aha, eine Lupe, Mr. Detective. Jetzt haben wir einen Detective mit einem wirklichen Privatdetektiv mit einer Lupe. Sehr schön. Und auch noch für kurze Zeit. Danke. Mal sehen, was dieser Umschlag so zu erzählen hat. Eine Royal 5. Die Form der T's und der F's ist typisch für das Modell. Hergestellt von 1907 bis 1924. Ja, da gibt's keinen Zweifel. Eine Royal 5. Ist das ein seltenes Modell? Nein, eigentlich nicht. Ich glaube, bei vielen Leuten verstauben sicher noch welche auf dem Dachboden. Oder im Keller. Na toll. Gibt es eigentlich noch viele Läden, die die reparieren? Ich habe damals alle Lagerbestände quasi für ein Butterbrot gekauft. 1964. Die wollten das ganze Zeug einfach auf den Müll kippen. Alle Leute, die hier noch eine funktionierende Maschine haben, waren alle zwangsläufig mal bei mir. Aha, und ich wette, Ethan muss jetzt ihn umbringen, weil er einen Hinweis hat zum... Hörst du Buch über deine Kunden? Oh ja, natürlich. Wenn er weiß, wird mich nicht wundern, wenn er gleich in der Waffe reinkommt. Könnte ich da mal einen Blick drauf werfen? Ja klar. Ich habe alle meine Bücher im Büro. Er kennt den echten Täter. Wenn ihr kurz wartet, ich habe eine Liste aller Kunden, die wegen der Reparatur einer Royal 5 hier gewesen sind. Ja, das würde wirklich helfen. Natürlich. Nur 2 Minuten. Dann bin ich mit der Liste wieder hier. Also 10. Glauben Sie, der Mörder war hier? Wenn er eine 1920er Maschine hat, hat er sie vielleicht hier reparieren lassen. Warten wir auf die Liste. Ich würde ihm lieber nachlaufen. Nicht, dass im Hinterzimmer was passiert. Ich lauf mal nach. Hallo? Manfred! Ihr Anruf ist registriert. Eine Streife ist in ein paar Minuten bei Ihnen. Ich muss Ihren Namen... Das war sowas von klar. Hallo?